Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 8 Updates, 11 neuen Mods und einer neuen Karte. Zudem hat man natürlich auch noch etwas gekriegt zum Factsheet Friday, also bis zum Ende da bleiben, damit du auch diese Informationen nicht verpasst. Bevor wir mit den Updates starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei 003 Lennox und Paul für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind in den letzten 100, bevor wir bei Giants als Partner anfragen können. Daher werde ich dies bei jedem Mod-Video erwähnen, wie viel noch fehlen. Und jetzt im Moment sind es noch 94 Abonnenten. Das erste Update kommt für die Karte Mazovjani. Kommt von Puma 145, Downloadgröße 213,75 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Unterstützung für Konsolen hinzugefügt, die Hauptfarm wurde umgebaut, Farmen zu platzierbaren Farmen umgebaut, ein Teil der Karte wurde freigeschaltet, Gras geändert, visuelle Bugs behoben. Das nächste Update kommt für das Piratpack. Das kommt von Universimo Modding, Downloadgröße 165,11 MB, jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere Korrekturen an der Plausol-Physik. Das nächste Update kommt für den Class Jaguar 900 Typ 502 von Skywalker Farms, Downloadgröße 37,42 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Moddesk-Version aktualisiert auf 65, niedrige Anhängerkupplung für den Jaguar 900 hinzugefügt, doppelter Auspuff für Jaguar 990 und 990 TT, Motorkonfiguration hinzugefügt, SMV-Dreiecksposition angepasst. Das nächste Update kommt für den Class Corto 290 FN, dieser kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 8,08 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Proportionen optimiert, Modellkorrekturen, dynamische Planen verbessert und kleine Fixes. Der Lizard PM20-1 von PushGab kriegt das nächste Update, Downloadgröße 4,27 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, das Modell wurde verbessert, Arbeitsbreite geändert, Räder gewechselt, zwei neue Konfigurationen wurden hinzugefügt, kleinere Korrekturen und Verbesserungen. Das nächste Update kommt für das mobile Hilfsmittel von Yoast, Downloadgröße 0,42 MB, jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, behoben, dass Holz nicht an der mobilen Holzverkaufsstelle verkauft wurde. Das Bankmanagement von MX11 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 25 KB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Kreditzins wird nun korrekt berechnet. Und damit kommen wir schon zum letzten Update, und zwar kommt dieses für die erhöhte Lichtleuchtweite von Rival, Downloadgröße 11 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Kompatibilität zu Patch 1.4 und höher. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Mazowiecka Nizina V3. Dieser kommt von Krashek, Downloadgröße 303,27 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac, Xbox One und Xbox S. Hier sind die Playstations nicht dabei. Der Text sagt, willkommen in Masowien. Diese Map ist von einer Gemeinde im Norden der Woiwodschaft Masowien inspiriert. Die Karte enthält einen spielbaren Bauernhof, drei Baustellen, 235 Felder, Spielzeuge zum Sammeln, Sägewerk, Verkaufsstellen, Produktionsgebäude, Biogasanlage, freie Wasserstellen, Stausee auf der Karte, Teiche und Flüsse und Wälder. Viel Spaß! Damit ihr ein bisschen einordnen könnt, wo Masowien ist, das ist also ein bisschen nordöstlich von Schlesien oder Niederschlesien. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier am Gemeindehaus raus. Ich nehme mal an, das ist das Gemeindehaus. So, das sieht so aus hier. Genau, das ist die Karte im großen, groben Stil. Das ist so das Dorfzentrum, wo wir rauskommen. Das ist der Autor von der Karte, das ist Krashek, der ist hier verewigt worden.
Ich nehme mal an, hier, das ist die Apotheke. Ich bin leider der spanischen Sprache nicht unbedingt mächtig, daher entschuldigt, wenn ich einfach mal Sachen errate. Auf den ersten Blick scheint es mir wirklich so ein bisschen polnisch zu sein, wobei ich wirklich nicht eine große Erfahrung habe mit der polnischen Landschaft oder wie das da ist, keine Ahnung. Aber ich stelle mir das ein bisschen so vor. Auf jeden Fall ist es nicht im alpinen europäischen Raum, also das merkt man hier sehr gut. Wenn wir uns die Karte mal angucken, da scheint diese Karte ziemlich groß zu sein. Also es ist nicht eine Standardkarte, ist ein bisschen größer, würde ich mal meinen. Deswegen ist vielleicht auch hier die Exkludierung von PS4 und PS5. Aber auf jeden Fall scheint mir diese ziemlich groß zu sein im Gegensatz zu den normalen Standardkarten. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir diese drei Parzellen hier. Das ist zum einen die Hofparzelle. Dann haben wir hier Feld 207, hat eine Fläche von 0,94 Hektar, also einen knappen Hektar. Dann haben wir das Feld 235, das ist knappe 1,7 Hektar groß. Im Allgemeinen sind die Feldgrößen eher klein gehalten. Ich glaube, die größte Parzelle, sprich auch größtes Feld, ist wahrscheinlich diese Parzelle hier unten. Die Feldgröße ist knappe 3 Hektar und die Parzellenfläche ist knappe 5 Hektar groß. Was bedeutet eigentlich, dass die Felder eher klein gehalten sind, also so um die 3 Hektar maximal? Aber es gibt natürlich extrem viele Felder, die kann man wahrscheinlich einfach auch einfach und gut zusammenlegen. Das Umland kann nicht gekauft werden und es gibt auch mehrere Stellen, also in dem Stadtgebiet oder Dorfgebiet, diese Stellen können nicht verkauft werden. Die Kartengrenze ist ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Also hier ist die Kartengrenze ist mehr oder weniger so gebaut, wie hier das Ende der Karte auch ist. Ist nicht einfach quadratisch und dann wird abgeschnitten, sondern dass die Kartenränder sind hier ein bisschen anders geformt. Wir gehen mal kurz zu unserem Farmhaus hoch und da fällt uns auf, dass es hier natürlich unser Hof ist. Das ist unser Wohnhaus hier. Das kann nicht betreten werden. Wir haben hier unser Silo. Das ist ein 400.000 Liter Silo. Wir haben etwas Equipment hier stehen. Wir haben eine größere Halle auch, die zum Hof gehören. Zusätzlich haben wir hier einen Kuhstall. Das ist einer der Standard-Kuhställe. Ich glaube, der fest 80 Kühe. Ja, das ist korrekt. Ja, das ist im Prinzip schon alles zu unserem Hof. Wir können kurz mal das Equipment durchgehen. Es ist nicht viel, was wir da haben als Equipment. Wir haben, wie schon gesehen, den 6230er John Deere. Dann haben wir den New Holland, den CH77 mit einem Schneidwerk. Und zwar dieses hier, der Superflex 25 Fuß. Wir haben einen Brandner Anhänger. Das ist den wir haben, den Kipper. Und wir haben eine Seemaschine. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender, da wurde nichts geändert, es gibt keine Zusatzfrüchte. Aufträge sind vorhanden, Tiergehege ist nur eines eingebaut und zwar ist das unser Kuhstall, den wir gerade eben gesehen haben. Wir schauen uns mal kurz an, welche Produktionsstätten verbaut worden sind. Und zwar haben wir hier zum einen die Schneiderei, die Spinnerei, wir haben die Bäckerei, die Getreidemühle, das Sägewerk und hier haben wir noch die Schreinerei. Das ist schon alles eigentlich, was eingebaut ist. Nee, wir haben hier drüben noch die BGA. Das ist eine Megawatt BGA. Dann haben wir Kaufstellen, haben wir eine Tankstelle hier. Wir haben eine Kalkstation und wir haben hier oben noch eine weitere Tankstelle. Des Weiteren haben wir Verkaufsstellen oder Abladestellen, haben wir den Getreidespeicher hier unten, das Sägewerk. Wir haben Sklep W. Rajkacz. Wir haben Gorka, Sklep und Intanasovce, Skup und Andresa. Dann haben wir hier verschiedene andere Verkaufsstellen, der Bauernmarkt, den Supermarkt. Das ist das, was ich noch verstehen kann. Und natürlich unser Silo. Wir gehen kurz auf einen Rundflug. Dann haben wir nämlich schon fast alles gesehen von dieser Karte. Da gibt es nicht wirklich viel mehr zu sagen. Es gibt auch nicht mehrere Höfe. Es gibt nur einen Hof, der verbaut ist. Hier sind wir auch gleich am Kartenrand an und es ist schön, wie die das Kartenrand definitiv verbaut worden ist, also schön eingebunden, schon fast verwirrend manchmal, dass man nicht klar sieht, wo das wo die Kartengrenze liegt. Auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen runtergehen, können wir sehen, dass es nicht ganz flach ist. Es ist ein bisschen mit welligen Hügeln
aber sehr sanft, also nicht starke Steigungen und so weiter, sondern eher sanfte, hügelige Landschaft. Die Felder sind sehr bunt gemischt, sind aber eher quadratisch, also in der quadratischen Formgebung. Hier ist es auch schon verwirrend, hat man das Gefühl, dass hier noch Ländereien da sind, aber da sind wir schon am Kartenende. Diese Hofflächen hier sind nicht benutzbar, das ist also dekorativ in jedem Sinne. Dann haben wir hier ein bisschen was zu tun für die Holzschubser oder Holzwürmer. Dann haben wir hier die BGA, die wir schon erwähnt haben. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ich finde, die Karte ist sehr, sehr schön gemacht. Die Stimmung kommt sehr gut rüber. Also ich stelle mir das schon ein bisschen so vor. Ich erwähne nochmal, ich bin noch nie nicht in Polen gewesen. Also ich weiß es nicht, wie es tatsächlich da ist. Vielleicht kennt ihr Polen besser als ich und dann könnt ihr doch gerne mir einen Kommentar machen, ob dieses wirklich so glaubwürdig polnisch ist. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit den nächsten neuen Mods. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese John Deere 6J, kommt von Agrotono, Downloadgröße 17,86 MB, jetzt in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer standardmäßigen Leistung von 150 PS, wird manuell und Last geschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 175 Litern, 19 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 6,1 Tonne und kostet 126.600 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Continental und Trelleborg. Die Reifenvarianten klicke ich mal für Trelleborg durch. Die Auspuffer gibt es auch in verschiedenen Varianten, und zwar im Design 1, 2, 3 und 4. Das Lichtdesign gibt es in vier verschiedenen Designs, und zwar Design 1 und 2. Das sind die Rundumleuchten. Dann Design 4, da werden zusätzliche Lichter hier hinzugefügt. Und dann Design 4. Und das ist dann das Design 3 mit den Rundumleuchten. Schutzbleche gibt es auch. Design 1, 2, 3, 4 und zurück zu Design Nummer 1. Dann Kabinenzubehör gibt es hier 1, 2 und das sind diese Umrandungen. 3, 4, 5 und 6. Dann die Fenster gibt es in verschiedenen Tönungen. Und zwar Design 1, 2, 3 und 4. Dann gibt es Antennen, und zwar im Design 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Zusatzmonitore gibt es natürlich auch, und zwar ist es einer hier, das ist dieser hier, und einmal kommt das Starfire dazu. Anhängerkupplungen gibt es vorne, natürlich die Möglichkeit von Frontgewicht 300, 600, 250, 500 und einer vorderen Hydraulik. Frontladeranbau gibt es auch, und zwar den von John Deere. Bei der Motorenausführung haben wir den 150J mit 150 PS, den 170J mit 170 PS, den 190J mit 190 PS und natürlich den 210er mit 210 PS. Mit der mittleren Maustaste kann ich die Sonnenblende bewegen, runter oder hoch. Das ist also mit der mittleren Maustaste. Und mit beiden Maustasten gedrückt, mit der rechten und linken, können wir das Lenkrad der Position des Lenkrads verstellen. Die nächste neue Mod heißt Jens HEM 583Z. Dieser kommt von ETA La Marchoise. Downloadgröße 7,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Häckselanhänger mit einem Gewicht von 11,4 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 1,6 Tonnen, braucht 250 PS und kostet 88.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian Tyres und Trelleborg. Und das war's dann auch schon für diese neue Mod. Wir kommen zum Lizard NS 900H. Dieser kommt von Adro Sketch. Downloadgröße 5,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper mit einem Ladevolumen von 7,5 Kubikmeter, wiegt 2 Tonnen und hat ein maximales Zuladegewicht von 7 Tonnen. Der Preis knappe 9.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von 7.500 auf 10.000 auf 13.000
und auf 16.000 Liter. Die Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Lizard und Trelleborg. Das Design kann geändert werden, und zwar mit Warnaufkleber, einmal mit Kotflügel und einmal beides zusammen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Standardpalette hier und betrifft natürlich das Gestell. Die Designfarbe betrifft natürlich den Aufsatz respektive den Body. Und die Felgenfarbe spricht für sich und betrifft natürlich die Felge. Wir kommen zum Zunhammer SKE 18.5 PUD. Dieser kommt von Pushcap, Downloadgröße 4,5 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Güllestreuer mit einem Volumen von 18,5 Kubikmetern, wiegt 5,7 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Sprühweite von 14,8 Metern, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 65.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette hier, und das wäre es dann auch schon dazu. Wir kommen zum Lizard Radlader. Dieser kommt von North Modding Company, Downloadgröße 14,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Radlader mit einer Leistung von satten 300 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 40 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 15,4 Tonnen. Der Preis 165.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten klicke ich für Trelleborg einmal durch, und zwar gibt es hier nur die beiden Varianten hier. Die Lichtkonfiguration gibt es Standard, Zusatzbeleuchtung, das ist das hier oben, dann Plus Rundumleuchte, dann nur die Rundumleuchte, Rundumleuchte links und rechts und so weiter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette, und da gibt es die goldene Option. Das ist diese hier. Designfarbe gibt es dieselbe Farbpalette und betrifft natürlich dann die Lademechanik. Und die Felgenfarbe spricht für sich und betrifft natürlich die Felge. Wir kommen zu der brasilianischen Tanksäule. Diese kommt von Renato Ferreira. Downloadgröße 2,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden. Natürlich unter Gebäude und Container. Ist diese Tankstelle hier 13.000 Euro zum Platzieren, Unterhalt pro Tag 10 Euro und die Kapazität für Diesel liegt bei 10.000 Litern. Als nächstes kommen wir zum Meridian Getreidesilo Pack. Dieser kommt von BC Bula, Downloadgröße 33,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und dieses Paket kommt mit, ich glaube, 20 verschiedenen Silos, und zwar angefangen hier von 7.000 Euro mit einer Füllmenge von knappen 98.000 Liter bis hin zu den größten. Das ist dann zum Beispiel dieses hier, den Flat Bottom Bin. Das ist dann zu haben für 72.000 Euro und hat eine Füllmenge von über 1 Million Liter. Zusätzlich kommen noch andere Düngemittel-Silos, die hier auch hinzugebaut werden können. Und natürlich auch noch andere Sachen, die dazugehören. Also eine Riesenmenge an verschiedenen Silos. Preislich bewegen wir uns zwischen 7.000 Euro und vielleicht den 80.000 oder 84.000 Euro. Diese Fragezeichen sind da, um die Deckel oder die Luken zu öffnen, damit man das einfüllen kann. Jedes einzelne des Silos muss befüllt werden mit einer Förderschnecke und auch mit einem Förderband oder einer Förderschnecke wieder entleert werden. Wir kommen zum holländischen Lohnunternehmen Schuppen, und dieser kommt von Dutch Modding Corporation, Downloadgröße 9,64 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Riesenhallen hier, Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro, Unterhalt pro Tag ist bei 50 Euro. Und da schauen wir uns jetzt kurz im Detail an. Das ist also dieser Unterstand hier, der gehört dazu. Gibt hier keine Lichtoption. Die Textur ist in Ordnung, sehr gut gemacht. Dann haben wir als weiteren, haben wir hier natürlich diese große Halle hier. Da ist die Werkstatt drin. Also hier sollte es eine, Lichtoption geben, aber ich habe nicht herausgefunden, wo. Weil hier sind zwar Lampen verbaut, aber ich habe den Schalter noch nicht gefunden. Falls ihr den Schalter gesehen habt, dann lasst mich das doch bitte wissen.
Die nächste neue Mod heißt Alter Kuhstall für Kühe. Dieser kommt von Bartson V3 und Agro Team Jetsevo. Downloadgröße 18,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe ist dieser Stall hier. Kostenpunkt zum Platzieren 60.000 Euro. Unterhalt pro Tag wird keine Angabe gemacht. Ist dieser Stall hier. Die Textur ist okay. Hier sind die dekorativen Kühe mit drin. Ist der Milchabholpunkt und hier ist der Kaufpunkt für die Kühe. Da passen 40 Stück Kühe rein. Hier kann ich das Licht ein- und ausschalten. Und zwar gilt dies für den gesamten Stall. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, ins Obergeschoss zu gehen und habe hier natürlich auch noch die Möglichkeit, wieder das Licht ein- oder auszuschalten. Hier gibt es verschiedene Abstell- und Lagerplätze für eventuell Strohballen oder Heuballen. Und hier gibt es die Möglichkeit, direkt die Ballen runter zu den Kühen zu werfen. Und da werden wir jetzt gucken, ob diese Heu- und Strohballen annehmen. Dann nehmen wir mal die Strohballe. Also Strohball wird hier mal nicht angenommen. Vielleicht muss man das so reinmachen. Geht auch hier nicht. Auch hier wird es nicht angenommen. Auch hier nicht. Also Strohballen werden nicht angenommen. Es sei denn, ich kann es noch hier versuchen. Auch hier geht es nicht. Also Strohballen werden definitiv nicht angenommen. Und dann schauen wir mit der Heuballe. Auch diese wird nicht angenommen hier. Die muss man reinlegen, dann wird es angenommen. Und damit kommen wir zu der Doppeltür-Garage. Diese kommt von Vanquish 081 und Pisti. Downloadgröße 10,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 48.000 Euro. Unterhalt pro Tag wird auch hier keine Angabe gemacht. Das ist eine große Halle mit zwei großen Schiebetoren. Hier gibt es die Werkstatt. Hallenbeleuchtung kann man von überall einschalten mit der R-Taste. Ah, ist also wirklich eine große Halle. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese Grain Quit Pro. Diese kommt von Missy B. Downloadgröße 8,16 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Und zwar sind das diese beiden Silos hier. Das eine Silo, das ist das kleinere, kostet 80.000 zum Platzieren. Unterhalt pro Tag wird auch nicht angegeben. Dann gibt es das große Silo und zwar ist das die große Produktion. Kostenpunkt zum Platzieren 110.000 Euro und im Gegensatz zu dem kleineren Version nimmt dieses auch Flüssigkeiten auf, neben dem auch alle Schüttgüter aufgenommen werden. Die Beschreibung sagt, dies ist eine Siloproduktion. Von hier aus können Sie alle Fruchtarten auf Ihre anderen Produktionen übertragen. Dies funktioniert wie jede andere Produktion. Sie müssen die Produktion laufen lassen, dann können Sie Ihre Ernte an andere Produktionen verteilen. Das ist ziemlich praktisch, da muss man nämlich nicht immer alles erstmal ins Silo bringen und vom Silo dann zu den Produktionen, sondern man kann dies auf dem Hof platzieren, einfüllen und dann direkt an die einzelnen Produktionen verteilen lassen. Und da heute Freitag ist, ist natürlich auch der Factsheet Friday wieder zurück. Und zwar, weil ja am 28.06. das Kubota DLC kommen wird. Dazu gibt es schon mal drei informative Blätter. Und zwar zum einen den Kubota SVL 97.2. Ist ein Kompaktlader, kostet 77.000 Euro, hat eine Leistung von 96 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 111 Liter, 13 Liter für DEF, Maximalgeschwindigkeit ist 12 km/h und wiegt 5,3 Tonnen.
Das zweite dieser Factsheets zeigt den RTV X1140W. Ist natürlich ein Auto, Kostenpunkt 15.500 Euro, hat eine Leistung von 25 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 30 Litern, Maximalgeschwindigkeit ist 40 km/h und wiegt 1,2 Tonnen. Dies hat ein Füllvolumen für Schüttgut von 280 bis 1000 Liter. Und zu guter Letzt wurde Informationen bekannt über den Kubota M5 Series, natürlich einem kompakten Traktor. Kostet 64.500 Euro, hat eine Leistung zwischen 92 und 106 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 76 Litern, 12 Litern für DEF, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 35 km/h und wiegt 2,5 Tonnen. Das war's denn auch schon wieder von den Mods von heute und damit auch natürlich von dieser Woche. Es könnte zwar sein, dass morgen eine oder andere Mod rauskommen wird. Natürlich werde ich diese dann nachreichen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein, fürs Einschalten und natürlich auch fürs bis zum Ende gucken. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos und keine anderen Inhalte auf diesem Kanal verpassen, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Hilf dem Kanal, die 1500 Followers so schnell wie möglich zu erreichen, damit wir Partner von Giants werden können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein ganz, ganz schönes Wochenende. Genießt es und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video wieder. Danke nochmal, danke, tschüss und hasta luego.